Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 764. Hat mich jetzt gerade wieder fast eine Stunde gekostet, das Ganze einzurichten. Und ich sehe, dass auf DLive mal wieder nichts läuft. Das heißt, seid nicht irritiert. Eigentlich wollte ich jetzt gerade parallel auf YouTube, Facebook und auf DLive streamen. Offensichtlich hat DLive keine Lust. Gerade eben im Teststream hat es funktioniert. Jetzt, wo ich ja eigentlich alle drei Plattformen gleichzeitig ansteuern wollte mittels Multistream, schweigt es sich mal wieder aus, das gleiche wie gestern. Und genau das ist der Grund, weshalb ich diese Plattform eigentlich nicht sonderlich leiden kann. Naja, streamen wir jetzt halt auf YouTube und auf Facebook. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vorhin lief es, jetzt halt mal wieder nicht. Überraschung. Das hält uns aber nicht davon ab, über aktuelle Politik zu reden, denn da gibt es so einiges, was anfällt. Und wie in den letzten Tagen auch gilt, selbstverständlich heute ebenfalls, ich sehe keinen Chat. Das ist sehr, sehr ärgerlich, aber zumindest sollte dieses Mal auch kein Facebook-Werbeding irgendwo im Weg rumflattern. Das habe ich, glaube ich, deaktiviert bekommen. Oh, ich sehe gerade sogar, doch, ich sehe zur Abwechslung mal Kommentare, na immerhin. Wenn schon die Streamverteilung nicht ordentlich läuft, dann kommen zumindest ein paar Kommentare durch, allerdings sehr, sehr klein. Ich hoffe, dass die nicht riesengroß im Stream angezeigt werden. Das wäre nämlich dann sehr, sehr ärgerlich. Aber das sind alles Dinge, die muss ich in den nächsten Tagen und Wochen noch korrekt einstellen. Wir legen gleich los. Ich schaue nur noch kurz, ob ich jetzt im Stream die ganze Zeit die Kommentare riesengroß eingeblendet habe, weil das wäre ganz schön ärgerlich, aber das sollte eigentlich nicht passieren. Da könnt ihr mir mal eine Rückmeldung geben. Seht ihr jetzt irgendwelche Stördinge im laufenden Stream? Ich glaube nicht. Naja, wir fangen einfach an, denn mein Themenzettel ist heute wieder ziemlich groß, wenn man das so nennen möchte. Ich musste den wieder ein bisschen expandieren, was einfach zu viel gab. Und wir haben auch als erstes noch was zu, oder was heißt noch was zu lachen? Wir haben als erstes was Kleines zumindest zu lachen. Denn der Rest der Nachrichten ist ziemlich ernst. Das kennt ihr ja schon. Wir gucken zuerst zu NTV. Die haben nun vermeldet, dass die chinesische Luftaufsichtsbehörde eine Empfehlung herausgegeben hat, dass doch bitte chinesische Flugcrews auf Charterflügen, dass die doch nun bitte Windeln tragen sollen. Erinnert ihr euch an unseren Stream? Kommt bald die Windelpflicht? Fragezeichen. Das habe ich ja scherzhaft gemeint. Die Sache ist nur, ja, das ist jetzt offensichtlich kein Scherz mehr, zumindest bei den Chinesen nicht, denn da gibt es nun offenbar tatsächlich die ganz offizielle Empfehlung, die Flugbegleiter und alle, die da in dem Flugzeug irgendwie tätig sind, sollen doch, sofern das Flugzeug zu einem angeblichen Risikogebiet fliegt, bitte Windeln tragen, damit sie, ja, auf Deutsch gesagt, in die Hose scheißen können. Damit sie da nicht auf die Toiletten gehen müssen. So, wir reden jetzt teilweise über Flugstrecken, das sind auch mal 10-12 Stunden, je nachdem, wo es hingeht. Und die sollen dann 10-12 Stunden lang, damit sie nicht aufs Klo gehen müssen, weil es könnte ja eine Infektionsgefahr bestehen, das sollen sie dann 10-12 Stunden lang in die Hose kacken oder was? Also das hat auch mit Hygiene nichts zu tun, das ist menschenunwürdig, was da abgeht. Hätte man eigentlich beim Postillon verortet, aber sie scheinen es tatsächlich ernst zu meinen. Also einfach mal kurz sacken lassen. In China sollen die Flugzeugmitarbeiter, die Bediensteten an Bord, nun in die Hose machen. Und doch, es ist ernst. Es hat zumindest NTV mitgeteilt. Ja klar, kann jetzt sein, dass NTV dann eine Ente aufgesessen ist, aber im Jahr 2020 kann ich mir ehrlich gesagt alles vorstellen. Ich lese gerade, das konnte selbst die Glaskugel nicht spoilern. Ja, genau. Also selbst mit der heiligen Glaskugel hätte mir wahrscheinlich keiner abgekauft, wenn ich dann die Kugel geschaut hätte, dass das wirklich mal als offizielle Anweisung von der wohlgemerkt Luftaufsichtsbehörde kommt. Also es ist doch absurd. Absurder geht es kaum noch. Übrigens ein kleiner Funfact am Rande. In China scheint man die tödliche Pandemie ohne heiligen Impfstoff hinbekommen zu haben. Also zumindest in den letzten Wochen und Monaten habe ich immer wieder Facebook-Livestreams gesehen, beispielsweise von einem großen Techno-Event. Blöderweise ist der Stream relativ schnell gekillt worden. Fragt man sich auch, wie kann das sein? Aber es wurde ja auch medial berichtet, dass beispielsweise in Wuhan da ein riesiges Pool-Festival stattgefunden hat. Ohne Maulkorb, ohne Abstand, alles kein Problem. Was hier in Europa und in Amerika ja nun überhaupt nicht möglich sein soll. Ja, fragt da mal jemand nach, warum? Wie kann es denn sein, dass die Chinesen angeblich kaum noch Fälle haben, in Europa allerdings ohne heiligen Impfstoff gefälligst alle zu Hause zu sitzen haben? Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Aber gut, das sind alles Dinge, die darf man ja nicht mehr offen aussprechen. Ansonsten kommen die Zensoren daher. Kommen wir direkt zur nächsten Meldung. Die ist auch aus dem Bereich, ja, im Bereich Comedy fast schon angesiedelt. Der Weser-Kurier hat mitgeteilt, dass Playboy nun den Mann des Jahres gewählt hat. Es gibt eine Playboy-Umfrage, das ist tatsächlich kein Scherz, das könnt ihr auch relativ einfach nachverifizieren. Solltet ihr Playboy-Leser sein, habt ihr das vielleicht schon mitbekommen. Die wollten von ihren Leserinnen wissen, wer denn nun der Mann des Jahres 2020 ist.
Und jetzt ratet mal, wer mit 18,5% gewonnen hat. Ich dachte bisher immer, dass die Playboy-Männer des Jahres irgendwie ein bisschen ästhetisch aussehen müssen. Aber offensichtlich haben sie jetzt einen Preis für den hässlichsten oder so vergeben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Denn der Mann des Jahres 2020 ist Drosti. Dicht gefolgt von unserem Södi mit 13,6%. Also, liebe Damen, die jetzt gerade zuschauen, ich weiß nicht, was ihr für einen Männergeschmack habt, aber ich fühle mich jetzt noch ein bisschen verarscht von meinen, ja, Genossinnen an dieser Stelle. Denn, ganz ehrlich, wer zur Hölle wählt denn Drosti und Söder, also wirklich Drosti Platz 1 und Söder Platz 2 als Männer des Jahres? Also, da denke ich mir einfach nur nein. Das lese ich auch gerade im Chat. Also, früher gab es doch mal Kriterien, da muss halt ein bisschen schon so objektiv, muss da, naja, er muss halt objektiv hübsch sein. Na gut, das ist ein bisschen schwer. Die gab schon häufiger Playboy-Männer, die hässlich waren. Das jetzt nur so als ja, Randnotiz. Aber ernsthaft, Söder auf Platz 2 und Drosti auf Platz 1. Also, nee, wer hat denn da gewählt? Claudia Roth und Frau Kobold oder was? Oder Jensi vielleicht? Vielleicht ist es ja sein Geschmack, das will ich nicht ausschließen. Aber da verliert man auch irgendwo den Glauben an die Menschheit. Aber kommen wir von den lustigen Dingen weg. Wir haben noch deutlich ja, Ernsteres heute zu besprechen und eins davon mal wieder vom Spiegel. Wobei der Spiegel gerade noch eine Eilmeldung rausgekloppt hat, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Die war jetzt ganz taufrisch, so vor 10, 15 Minuten in meinem Newscenter habe ich gar nicht auf meinen Zettel schreiben können, den habe ich schon vor 1,5 Stunden gemacht und dann habe ich den Rest der Zeit versucht, den Stream auf allen Kanälen zum Laufen zu bringen. Aber jetzt ganz frisch kam noch raus, EU einigt sich auf verschärftes Klimaziel. Kommentar vom Spiegel auf deren Facebook-Seite, könnt ihr nachlesen. Die Facebook-Fraktion, die gerade anwesend ist, hat es vielleicht schon gesehen. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Die Europäische Union will sich nun verpflichten, haben sie nun jetzt in der Nacht wohl beschlossen, bis zum Jahr 2030 die angeblichen Treibhausgasausstöße um mindestens 55% zu reduzieren. Auf in den Bauernstaat, liebe Bundesrepublik. Da sind wir ja sowieso schon gut dabei, denn wir kriegen es ja mit. Wirtschaft und so ist irgendwie bäh. Wirtschaft braucht man nicht mehr. Es ist zwar jetzt ein bisschen dämlich, dass die eigentlich sehr stabile Wirtschaft in Deutschland den Wohlstand dieses Landes über Jahrzehnte gesichert hat. Das will man alles wegwerfen. Die großen Grundpfeiler unserer Wirtschaft wandern ab, gehen Asien bzw. in andere Länder. Aber wir können es uns ja leisten. Wir entwickeln uns zurück zum Agrarstaat. Wenn man das so haben möchte, bitte sehr. Ich bin gespannt, wann dann der neue eiserne Vorhang hochgezogen wird, damit die Menschen, die keinen Bock auf Felder bewirtschaften haben, nicht mehr abhauen können. Aber da hat zumindest Lukaschenko bereits vorgelegt, das vermeldete, wer war das denn? Mein Zettel ist heute so unübersichtlich. Der Tagesspiegel. Lukaschenko lässt nun wohl niemanden mehr ausreißen aus Weißrussland. Ja, das kennen wir ja schon, das gab es ja in der DDR auch mal. Alles natürlich nur zum Schutz der Menschen. Ihr wisst ja, der antifaschistische Schutzwall, der Schutz vor dem bösen kapitalistischen Westen. Ganz ähnlich hat Lukaschenko auch argumentiert. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, irgendwie überschneidet sich das alles, beziehungsweise irgendwo ähnelt sich das alles. Da ist es ein Schutz und hier ist es ein Schutz und am Ende steht halt der gleiche totalitäre Scheißdreck im Hintergrund. Lukaschenko argumentiert mit einem angeblichen Zombie-Seuchenschutz. Es diene ja dafür, die Pandemie zu stoppen. Deswegen dürfen Staatsangehörige aus Weißrussland jetzt nicht mehr ausreisen und wer wohl einen Aufenthaltsstatus in Weißrussland hat, angeblich auch nur noch in Sonderfällen. Also es erschließt sich mir beim besten Willen nicht, was denn nun der Schutz dabei sein sollte, die eigenen Leute nicht mehr rauszulassen. Man könnte ja so argumentieren, wenn man niemanden reinlassen würde, ja okay, da ist dann vielleicht irgendwo noch ein Stück weit in Anführungszeichen Sinn dahinter, naja, auch nicht wirklich, weil es genauso absurd ist. Aber da könnte man zumindest noch argumentieren, okay, die wollen nicht, dass da jemand die Zombie-Seuche einschleppt. Aber also die Leute rauslassen, das ist doch schön, wenn sie die Zombie-Seuche raustragen, ist also los, also was soll denn das? Da sieht man wieder, da geht es mitnicht um den Schutz der Menschen in diesem Land, da geht es einfach nur darum, seine eigenen Machtfantasien durchzudrücken. Denn wenn die Leute nicht mehr weglaufen können, ich bin gespannt, wann der erste Schießbefehl dann erlassen wird. Wenn die Leute nicht mehr weglaufen können, kann man ja mit dem Land mehr oder weniger fabrizieren, was man möchte. Kennt man ja aus Nordkorea. Mal schauen, wie lange es dauert, bis andere europäische Staaten gleichziehen. Natürlich nur zu unserem Schutz, zu eurem Schutz, zum Klimaschutz und wie sie das nicht alles dann sich zurechtlegen könnten. Das ist jetzt natürlich ins Blaue hinein vermutet. Da brauche ich doch glatt mal die Glaskugel, bevor das Zensorenteam wiederkommt. Da machen wir das Ganze wieder ein bisschen auf Comedy. Denn wir haben ja unsere heilige Glaskugel, die uns mitteilt, es könnte sein, dass andere EU-Länder ebenfalls
ähnliche Maßnahmen verhängen. Natürlich nur zu unser aller Schutz. Das hat jetzt die Glaskugel gesagt, nicht ich. Liebes YouTube-Zensorenteam und wer da gerade noch alles zuschaut aus der Löschzentrale bei Kahane und Co., das kommt von der magischen, nicht magischen Miesmuschel, jetzt um die SpongeBob-Fans anzusprechen, das kommt von der magischen Glaskugel. Aber weiter im Thementext, denn, naja, es wird irgendwie nicht besser. Wir wollten eigentlich über Frankreich reden. Die sperren nun die Leute an Silvester zu Hause ein. In Frankreich wurde nun offiziell verkündet, könnt ihr am Spiegel nachlesen, dass eine Ausgangssperre ab 20 Uhr verhangen wird, damit die Franzosen bloß brav zu Hause hocken. So, lieber Macron, was wird denn daraus resultieren? Ja, die Leute werden logischerweise sich vor 20 Uhr heimlich da zu ihren Freunden hinschleichen, weil sie Schiss haben, von deinen Sturmtruppen aufgegriffen zu werden. Man verlagert völlig normales menschliches Verhalten man schiebt es in die Illegalität. Es ist eine Straftat, wenn man mit Freunden gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Also das sind doch alles Sachen, da würde einem doch wirklich jeder einfach nur einen Vogel zeigen, wenn man das vor einem Jahr gesagt hätte. Das kann doch keiner mehr für voll nehmen. Aber das ist nun Frankreich im Jahr 2020. Richtig irre wird's, wenn wir in die Welt schauen, in die Weltzeitung. Ja, wir können auch einfach in die Welt schauen, das ist genauso irre. Wenn wir in die Weltzeitung schauen, da will man sich auch an den Kopf fassen und mit Vollgas gegen den nächsten Baum rennen. Denn da hat Sachsen nun mitgeteilt, ist auch eines der großen Tagesthemen heute, dass Einkaufen nur noch im 15-Kilometer-Radius erlaubt sein soll. Aber auch nur auf sächsischem Staatsgebiet. Das bedeutet, wer im Grenzbereich wohnt, der darf natürlich dann im Nachbarland weiter als 15 Kilometer einkaufen. Also auch hier wieder, was soll denn das? Auch das dient selbstverständlich nur eurem Schutz, liebe Sachsen. Jetzt frage ich mich ein bisschen, wie das funktionieren soll, wenn man sehr ländlich lebt. Es gibt in Sachsen Regionen, die sind wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt stark. Da gibt es jetzt auch nicht so die vielen Fachgeschäfte. Da hat man vielleicht Glück, wenn im 15 Kilometer Radius ein Supermarkt ist. Da ist halt einfach völlig Ebbe, da ist tote Hose. Wenn man jetzt in dem Buxtehude Nordostausbau wohnt, ja, das ist nicht in Sachsen, ich weiß, ist ja immer mein Beispiel für völlig hinter Tupfingen Nordost halt. Also wirklich ganz weit weg. Wenn man irgendwo ganz weit draußen wohnt, ist man nun ein Straftäter, wenn man 16 Kilometer bis zum nächsten Fachhandel fährt. Ach schön, okay, Straftäter stimmt nicht, man begeht eine Ordnungswidrigkeit. Also auch da will man sich doch wirklich, das kann doch keiner ernst nehmen, das können doch auch diese Politiker nicht ernst nehmen. Man möchte angeblich einen Einkaufstourismus vermeiden. Ja, was sollen denn die Menschen machen, die auf dem Land leben und 20, 25 Kilometer haben, um zur nächsten Großstadt zu kommen? In die Röhre gucken, direkt wieder ihren Acker hinterm Haus anlegen, ja, das passt ja dann zum Thema klimaneutral. Also auch hier wieder, es macht einfach nur fassungslos. Das aber tatsächlich, ja, eine Meldung von vorhin. Sachsen will einen 15 Kilometer Einkaufsradius festlegen. Ist das jetzt die Rache, dass die bösen Menschen in Sachsen tatsächlich es sich erdreistet haben, gegen die Politik auf die Straße zu gehen? Ja, möglicherweise. Gibt ja auch böse Zungen, die bezeichnen Frau Merkel als Honeckers späte Rache, aber das überlasse ich natürlich ganz euch. Das habe nicht ich gesagt, das ist ein Zitat, was ich immer wieder in der politischen Diskussion vernehme. Oder auch in der Debatte mit Freunden und Bekannten. Die DDR teilweise erlebt haben. Die meinen auch Merkel ist Honecker später Rache. Aber wie gesagt, das ist eure eigene Interpretationsgeschichte. Ich kann da aber durchaus die ein oder andere Parallele erkennen, jetzt ganz böse gesagt. Kommen wir von Sachsen weg, wir bleiben aber noch in der Weltzeitung, denn unser lieber Herr Kekulé und auch der Panikbach, Verzeihung, der Lauterbach, die fordern nun, dass ein Gesangsverbot an Weihnachten in Kirchen ausgerufen werden muss. Ja, richtig gehört. Es soll verboten sein, an Weihnachten in Kirchen zu singen. Auch das Vaterunser darf nicht stattfinden, aber man kann ja großzügigerweise das Amen noch gemeinsam begehen. Ja, ernsthaft. Singen böse und gemein, Vaterunser böse und gemein, alles auch wohlgemerkt nur mit Maulkorb, aber man kann ja vielleicht noch gerade so das Amen erlauben. Also, ich weiß nicht, wie ich das noch irgendwie rational kommentieren soll. Das ist einfach nur völlig irre. Zum Lauterbach kommen wir auch gleich noch. Jetzt wird gerade gefragt, ob Tanzen in der Kirche erlaubt ist. Das wurde traurigerweise nicht überliefert, aber soweit ich weiß, ist Tanzen in Lokalitäten ja verboten. Gut, mittlerweile sind Lokalitäten ja komplett verboten. Tanzen war in Bars und Kneipen verboten, man durfte ja nur am Tisch sitzen. Also gehe ich davon aus, dass es ebenfalls verboten ist, in einer Kirche zu tanzen. Ihr könnt es gerne ausprobieren, wenn ihr möchtet. Da sollt ihr dann die Straftäter diese deswegen verknacken. Aber dazu liegen mir zur aktuellen Stunde keine Informationen vor. Wenn das so weitergeht, können wir unser Format bald in aktuelle Kamera umbenennen, denn wir müssen auch immer stärker überhaupt vorher mal überlegen, was man denn noch offen aussprechen darf in diesem von Zensur bedrohten Land, in dem angeblich keine Zensur stattfindet. Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei in Wort, Schrift und Bild zu äußern. Eine Zensur findet nicht statt.
Guten Morgen, Artikel 5. Ja, ich weiß, das Out ist überholt vom angeblichen Schutzgesetz, haben wir ja alle schon besprochen. Aber wir wollten noch beim Paranoia-Bach bleiben, denn der hat auf Twitter wieder einen abgelassen. Auch hier, nehmt's bitte einfach als Zeitzeugnis hin. Hat wieder richtig viel rausgekotzt auf Twitter, aber der eine Tweet war tatsächlich folgendermaßen gelagert. Okay, wortwörtlich lese ich euch jetzt nicht vor, ich habe es mir nur in Auszügen notiert, aber ihr könnt es auf seiner Seite in voller Länge euch zu Gemüte führen, wenn ihr die Muse dazu habt. Ich habe sie ehrlich gesagt immer weniger, aber ich mache es ja, damit ich mit euch drüber reden kann, nicht weil ich mir den Scheiß selber irgendwie geben will. Wer sich nun mit der Zombie-Seuche infiziert, der stirbt statistisch gesehen an Weihnachten. Ja. Wer sich jetzt in den nächsten Tagen die Zombie-Seuche einfängt, der stirbt laut Herrn Lauterbach statistisch gesehen über die Feiertage. Also was soll denn das? Abgesehen davon, dass, 99,9 irgendwas Prozent die Zombie-Seuche überleben. Oder 99,2 irgendwas Prozent, ich weiß es nicht mehr genau. Abgesehen davon, was soll denn hier wieder suggeriert werden? Jeder, der jetzt Erkältungssymptome hat, geht nächste Woche drauf oder was, lieber Herr Lauterbach? Auch hier, wann kommt denn endlich das Auto mit den viereckigen Rädern da mal vorbeigefahren am Markus-Lanz-Fernsehstudio? Ich warte wirklich drauf. Ja, in Deutschland im Jahr 2020 wahrscheinlich nicht. Also führt euch diesen Twitter-Tweet einfach nur zu Gemüte. Singen in Kirchen böse und gemein, how dare you, tödliche Gefahr. Wer sich jetzt mit der Zombie-Seuche ansteckt, der verstirbt hier über Weihnachten statistisch gesehen. Also das ist doch, ich lese es gerade auch im Chat, Panikmache pur. Ja, genau. Genau so schaut's aus. Die Menschen werden offenbar mal wieder in Angst und Schrecken versetzt, damit sie bloß brav mitmachen beim Paniksystem. Ich find's widerwärtig, aber das kennen wir ja schon. Was ebenfalls widerwärtig ist, ist die Herangehensweise bei einem großen Meinungsforschungsinstitut, möchte man das so bezeichnen, auf der Sivi-Seite, diese machen da permanent die Umfragen, wo ihr dann abstimmen könnt, seid ihr dafür, seid ihr dagegen, da wurde mir was zugeschickt, nämlich zwei verschiedene Umfragen, die eine gewisse Auffälligkeit haben. Zum einen wurde ein Umfrageergebnis verlinkt, bei dem Sivi wissen wollte, ob denn die Menschen, die keine Ärzte sind, den Beruf theoretisch spannend finden, ob die es interessant fänden, als Arzt tätig zu sein. Und da haben sich die Rohdaten, immerhin knapp 80.000 Abstimmungen, und die repräsentativen Daten, etwa 2.000 Abstimmungen, haben sie dann irgendwie runtergebrochen, überschnitten. Also da gab es ganz, ganz kleine Abweichungen, nur mal so 1%, 2%, wo Unterschiede sichtbar waren zwischen den Rohdaten und den repräsentativen Daten. Das heißt, konnte man fast 1:1 übereinander legen. Kaum Abweichungen. Warum sage ich euch das? Weil das eigentlich der normale Fall sein sollte. Die Sache ist nur, wenn eine Frage gestellt wird, die politische Brisanz besitzt, dann unterscheiden sich Rohdaten und repräsentative Daten plötzlich um Meilen. So geschehen bei der Frage an die Community, bei dieser CV-Umfrage, wohl auf verschiedenen Plattformen gelaufen, ob denn die Menschen dafür sind, dass der Verfassungsschutz Querdenken überwachen soll, ob man das richtig oder falsch findet. Und in den Rohdaten haben 48,7% mit eindeutig falsch geantwortet. Gab es dann noch mehr oder etwas mehr falsch, beziehungsweise eher falsch, gibt eindeutig richtig, eher richtig, keine Angabe, eindeutig falsch und eher falsch und eindeutig falsch, wenn ich nichts vergessen habe. So, und 48,7%, also fast die Hälfte, hat ganz klar gesagt, eindeutig falsch, dieser Irrsinn. In den Rohdaten waren es 39,6%, die eindeutig richtig gesagt haben, aber insgesamt überwog überwogen die negativen Abstimmungen, weil es Unfug ist. Naja, natürlich. Also das haben die Leute halt mittlerweile auch mitbekommen, dass sie langsam ein bisschen an der Nase durch die Manege geführt werden. In den Rohdaten aber, in den repräsentativen Daten, Rohdaten abgestimmt etwa 60.000. Also knappe 60.000 Menschen wurden in den Rohdaten befragt. Nee, 52.000 so rum, aber mittlerweile wahrscheinlich auch ein paar mehr. Zum Zeitpunkt der Screenshot-Aufnahme 52.000 Abstimmungsergebnisse. So, in den repräsentativen Daten mit runtergebrochen 5.000 Abstimmungsergebnissen sah das Ganze plötzlich um 180 Grad gedreht aus. Da waren dann plötzlich 67,1% für absolut ja. Wie kann denn das entstehen? In den Rohdaten 39% ja, also finden es gut. In den repräsentativen Daten plötzlich sind es nur noch 13,5% eindeutig nein. Also von 48,7% eindeutig Nein auf 13,5% eindeutig Nein und von
von knappen 40% Ja auf knappe 70% Ja. Also wenn das keine Manipulation ist, dann weiß ich auch nicht. Könnte man jetzt argumentieren, aber man hat ja dann rausgerechnet die Altersgruppen und mimimi bla bla bla. Die Sache ist nur, bei der gegenübergestellten Umfrage, ob denn die Menschen Interesse daran hätten, Arzt zu sein, jetzt ganz so platt gesagt, da hat sich da komischerweise kein großer Unterschied ergeben. Also wie kann denn das sein, als ob da andere Leute abstimmen als bei der anderen Frage? Sind die gleichen Plattformen, wo die Umfrage gelaufen ist? Ist das gleiche Institut, was die Umfrage geschaltet hat? Da kann es doch nicht angehen, dass sich Ergebnisse um von 48% auf 13%, von fast 30% ja Unterschied ergeben. Also das ist doch echt krank, was da los ist. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, das, was dann groß publiziert wird, ist natürlich das repräsentative Ergebnis. Das, was man nicht sieht oder wo man extra noch raufschalten muss, sind die Rohdaten. Man kann sich natürlich die Rohdaten anschauen auf den Umfrageportalen, wo man da abstimmen kann. Aber das, was am Ende medial vermeldet wird, was in den Schlagzeilen steht, das sind nicht die Rohdaten. Das sind nicht die knapp 55.000 Menschen, die abgestimmt haben. Das sind dann die runtergebrochen 5.000, die man sich irgendwie so wie auch immer schustert hat, dass dann plötzlich nur noch 13,5% dagegen sind, aber fast 70% das gut finden. Also ich weiß nicht, was man da noch irgendwie groß sagen soll. Das stinkt bis zum Himmel, aber na klar, wir haben ja das beste Deutschland, das wir jemals hatten und da käme ja auch keiner auf die Idee, da auch nur am Rande irgendwo vielleicht unsauber zu arbeiten oder gar zu betrügen. Das geht gar nicht, das ist absolut ausgeschlossen. Da würde der Zentralrat, der Glaskugelbesitzer jetzt direkt wieder vor Empörung in die Auslegware beißen. Wie war das? Der Zentralrat, der Glaskugelbesitzer ist empört. Vom Zentralrat gibt es auch bald eine neue Folge, aber dafür brauche ich erst ein Dreirad. So, kommen wir weiter zur nächsten Meldung. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Comedy-hafte abgleiten. Wir sind jetzt im richtigen Vlog, nicht im Comedy-Zentralrats, nicht in der Comedy-Zentralratsausgabe. Wir müssen uns noch ein paar andere Sachen angucken, denn Söder fordert nun laut BZ, aber auch vielen, vielen anderen Plattformen, einen bundesweiten Lockdown, solange es nötig ist. Klingt für mich ein bisschen nach Verschwörungstheorie. War das nicht vor einigen Wochen noch die böse Verschwörungstheorie? Niemand hat die Absicht, einen Lockdown auszurufen. Wer es sich erdreistet hat, es öffentlich zu erwähnen, der wurde attackiert von irgendwelchen Paranoia-Piloten. How dare you? Und das kann man doch nicht sagen. Und Verschwörungstheorie und Aluhut und Nazi und was da nicht alles gefallen ist. So, jetzt plötzlich kommt der Söder und sagt, ja, wir brauchen mindestens bis zum 10. einen bundesweiten Lockdown, aber bei Bedarf halt auch länger. Wirkt auf mich so, als würde der Söder das eigentlich ganz geil finden, auch länger. Ja, wenn man wie Södi wirtschaftlich alle Schäfchen im Trocknen hat, wenn man auf Kosten der Menschen lebt, die gerade in diesem Land drangsaliert werden, dann kann man das ja mal machen. Ich stelle mir die Frage, gilt das auch für Södis Töchterchen oder tut die mit Pferdchen demnächst wieder durchs ganze Land, vielleicht sogar durch ganz Europa? Ich habe das ist jetzt unbestätigt, die Information, aber ich habe einen Kommentar bekommen von jemandem, der wohl Kontakte in den Stall hat, wo das Mädel des Söder-Prinzessin ihre Pferde stehen hat, wo wohl das Gerücht umherging, dass die junge Dame, ich glaube nach Österreich oder in die Schweiz auf Turnier gefahren sein soll oder in den nächsten Tagen dahin will. Also da wurde mir zumindest mitgeteilt, es war kein Ausrutscher, dass das Prinzesschen gen Norddeutschland zum Reiten gefahren ist, von Nürnberg wohlgemerkt aus, wo alle gefälligst at home zu stayen haben. Das scheint wohl eher die Regelmäßigkeit zu sein. Aber eher die Regel zu sein, so rum. Aber wie gesagt, unbestätigtes Gerücht. Wenn da jemand genaueres hat, mir gerne mitteilen. Wundert mich aber nicht, passt nämlich ganz wundervoll in die Rubrik Gleicher als gleich. Alle sollen gefälligst zu Hause hocken, in Sachsen nur noch im Radius von 15 Kilometern einkaufen dürfen. Aber für die Damen und Herren Angehörige der Politprominenz gilt das selbstverständlich nicht. Und wenn es dann in Deutschland keine Pferdeturniere gibt, dann tingelt man halt nach in andere Nachbarländer. Sollte das denn so zutreffen, wie es mir mitgeteilt wurde, aber es wirkte erstmal authentisch. Sollte da jemand genaueres wissen, Nachbar sein und was auch immer, kann man es mir auch gern anonym per E-Mail zusenden. Ich veröffentliche die Namen oder so auch nicht. Also das versteht sich von selbst, dass da der Quellenschutz vorgeht. Aber kommen wir direkt zum nächsten Thema. Denn es gibt noch etwas anderes, was ein bisschen stutzig machen sollte. Abgesehen davon, dass der Söder nun offenbar Lockdown bis St. Nimmerleinstag spielen möchte. Dann gibt es auch noch eine interessante Aussage vom Altmaier, nämlich bei Illner. Bei Maybrit Illner in der Talksendung. Wir wissen ja, Fernsehstudios sind anscheinend keine Gefahr. Während es eine tödliche Gefahr ist, wenn ihr mit euren Verwandten Weihnachten feiert, ist es gar kein Problem, durch die Fernsehstudios dieser Republik zu tingeln, um seine Angst- und Paniknachrichten rauszuhauen.
Das erleben wir seit Beginn der Pandemie, wenn da Södi und Lauterbach und wie sie nicht alle heißen, von Fernsehstudio zu Fernsehstudio reisen, da wohl auch Hotels bewohnen oder haben sie sich mittlerweile ein Zelt eingepackt, dann ist das selbstverständlich keine Gefahr. Das ist ja systemrelevant. Frage ich mich, habe ich gestern ja schon angemerkt, warum man diese Fernsehsendungen nicht mittels Skype oder Zoom publizieren könnte? Warum können die nicht zu Hause sitzen und sich zusammenschalten, so wie das beispielsweise Nuviso macht? Die haben da teilweise 6 Korrespondenten drin, sind alle bei sich zu Hause und schalten sich halt zusammen. Sollte doch eigentlich machbar sein in dem digitalisierten Land. Aber na klar, die systemrelevanten Damen und Herren Politiker, die dürfen selbstverständlich. So, mir geht es aber um eine Aussage des Herrn Altmaier. Denn er sprach davon, dass das exponentielle Wachstum wieder einsetzt. Also so schnell nimmt er jetzt auch nicht zu, um das jetzt mal kurz. Also da ist er vielleicht ein bisschen sehr übertrieben rangegangen. Ich meine, ja, so BMI-technisch scheint da einiges im Argen zu liegen bei der zartesten Elfe des Bundestags. Aber exponentiell zugenommen hat er das ja jetzt nun wirklich nicht. Also ich glaube, dass den Schuh muss er sich nicht anziehen. Ja, darum ging es ihm natürlich nicht. Angeblich steigen die Zombie-Seuchenzahlen exponentiell an. Kann diesen Figuren bitte endlich mal ein Mathematiker das exponentielle Wachstum beibringen? Es gibt für die Einsteiger unter euch ein wundervolles YouTube-Video mit einem Reiskorn und einem Schachbrett. Gebt einfach ein exponentielles Wachstum, Reiskorn, Schachbrett, da seht ihr, wie das wirklich funktioniert. Da seht ihr, was exponentiell bedeutet. Wenn wir ein exponentielles Wachstum hätten, wären nämlich schon lange alle angeblich infiziert. Seit Monaten wohlgemerkt, weil das ist halt, das liegt in der Natur der Sache eines exponentiellen Wachstums. Auch wenn das Frau Merkel und Konsorten offensichtlich nicht so richtig verstanden haben. Also ich kann euch nur nahelegen, lasst euch bitte erklären, was exponentielles Wachstum ist, wie es funktioniert für die, die jetzt schon ein bisschen länger raus sind aus der Schule. Das hat man alles mal gelernt wann kam eine Exponentialfunktion dran? War das 9., 10., 11. Klasse rum? Ist ja auch egal, kommt sicher auch aufs Bundesland an. Ist auf jeden Fall so, dass es doch durchaus mathematisch relativ eng umrissen ist, was denn exponentielles Wachstum ist und was nicht. Und das, was wir aktuell sehen, es tut mir leid, da kann ich kein exponentielles Wachstum erkennen, weil, wie gesagt, das hat halt ungefähr so einen Anstieg. Also, naja, je nachdem, wie stark der Anstieg ist, guckt es euch bitte an. Ich glaube, wenn sich jeder dieses Video zu Gemüte geführt hat, sich hat erklären lassen, was exponentielles Wachstum ist, mittels Reiskorn auf Schachbrett, dann müssen wir da gar nicht mehr drüber reden. Dann sollte sich auch für einen Herrn Lauterbach langsam mal offenbaren, dass er da vielleicht ein bisschen Scheiße erzählt hat. Ich sehe gerade ein wundervolles Beispiel im Chat. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28. Ja, das ist das Standardbeispiel. Also da gerne einfach mal selbst ein kleines bisschen nachlesen, euch das erklären lassen. Gibt es ja auch so, naja, Nachhilfe-Online-Portale für, ich glaube, die sind sogar kostenlos ansteuerbar. Da kann man sich die Videos dazu ansehen und weiß dann am Ende auch ein bisschen mehr und muss nicht mehr rumpöbeln von wegen exponentielles Wachstum, alle übermorgen tot. Aber kommen wir vom Altmaier mal weg. Ich finde es nur lustig, dass man diese Angstargumentation jetzt auch mal wieder aufgreift. Jetzt kam gerade der Kommentar, exponentielles Wachstum entsteht nur im PCR. Meinst du jetzt die Anzahl der Tests? Ja, selbst das ja nicht unbedingt. Also ja, da gibt es einen Anstieg der Tests, aber exponentiell ist ja auch nicht. Also dann wären jetzt alle schon 20.000 Mal durchgetestet. Aber zum Thema Test habe ich auch noch was Lustiges aus Österreich. Das kann ich wahrscheinlich nur vorsichtig umreißen, denn ihr wisst ja, Zensurgefahr. Da hat Boris Reitschuster aber eine spannende Story, die sich in den deutschen Medien bisher noch nicht so wirklich findet. Und ich habe es ja vorhin in dem Teststream bei DLive schon gesagt. Traurigerweise läuft der Hauptstream jetzt gerade offensichtlich mal wieder nicht auf DLive. Ich wollte das ja eigentlich so verschalten, dass alle das gleichzeitig schauen können. Ich kann euch nicht sagen, warum das im Multistream nicht geht, aber es läuft halt einfach nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Naja, Boris Reitschuster, das moderne Westfernsehen, hat mitgeteilt, dass in Österreich es nun zu einem Eklat gekommen ist. Ein FPÖ-Generalsekretär hat in einer laufenden Parlamentsdebatte live vom ORF übertragen. Das bedeutet, ihr könnt das auch wirklich noch nachschauen. Das ist vor laufenden Kameras getan worden. Da gibt es eindeutige Beweise für. Er hat vor laufender Kamera seine Cola positiv auf die Zombie-Seuche getestet. Ja. Der hat sich hingestellt, hat seine Redezeit dazu verwendet, zum Beginn einen Schnelltest der Zombie-Seuche heranzunehmen, hat da Cola draufgekippt, hat da Cola drauf gemacht und 3 Minuten später war es positiv. Warum hat er das gemacht? Ganz einfach, er wollte damit darauf anspielen, dass diese Teststrategie der österreichischen Regierung, ihr habt es ja mitbekommen, Kurz macht seit Wochen Werbung für diese Massentests, dass die offensichtlich nicht sonderlich seriös zu sein scheint. Ja, guten Morgen. Wenn man jetzt schon Cola positiv testen kann, dann frage ich mich, was man noch alles positiv zusammengetestet bekommt. Offensichtlich alles. Katzenklo, Toiletteninhalt würde ich gerne mal ausprobieren. Was haben wir denn noch?
Regenwasser aus der Pfütze oder so. Also da ist der Fantasie anscheinend keine Grenze gesetzt. Da hat der Herr Michael Schnedlitz, heißt er, ich habe es mir extra aufgeschrieben, der dieses Experiment vor laufenden Kameras gemacht hat, da hat er ebenfalls angemahnt, dass für diese Schnelltests, für diese Massentests Millionen an Steuergeldern rausgeknallt werden. Für diese Tests, die jetzt vor laufenden Kameras in einer Parlamentsdebatte, also da wurde auch nichts verfälscht oder sonst was. Es wurde live raufgehalten, lieber David, da kannst du jetzt gerne rumtrollen. Es hat sich gestern in Österreich so ereignet. Herr Schnedlitz von der FPÖ hat in der Debatte einen Schnelltest genommen, Cola raufgekippt, 3 Minuten gewartet und zack, war die Cola positiv. Also ich weiß, dass das die Faktenverdreher gern wieder verdrehen wollen. Schaut euch den Clip gerne an. ORF hat es übertragen. Ich glaube, der Boris hat es in seinem Bericht verlinkt. Also einfach auf Boris Reitschuster gehen, Bericht lesen, da müsste der Link eigentlich drin sein. Boris verlinkt immer alles. Da könnt ihr es euch zu Gemüte führen. So, aber das wird nicht lange dauern. Da gibt es dann bestimmt die ersten, was weiß ich, Ginseng und wie sie nicht alle heißen von ARD und Co., die versuchen, das Ganze als Fake darzustellen. Ja, ist halt blöd, wenn live das ORF raufgehalten hat, also ein öffentlich-rechtlicher österreichischer Fernseher. Des Durchführenden gezweifelt. Jetzt allerdings, jetzt haben wir den Fall, dass es vor laufenden Kameras geschehen ist. So, ich weiß nicht, warum der Stream auf YouTube hängt. Ich lese jetzt gerade, der Stream läuft nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon vorgewarnt, die Zensurwelle schreitet voran. Ich versuche das mal kurz gegenzuchecken. Im Zweifel guckt da einfach auf Facebook weiter, denn da sollte das Ganze noch laufen. Kann aber auch ein technisches Problem sein. Aber wie gesagt, mittlerweile im Deutschland des Jahres 2020 kann es auch gut sein, dass uns der Stream kurzerhand gekillt wird bei kritischen Inhalten. Aber ich sehe gerade, angeblich läuft es noch. Also einfach mal neu laden, das müsste wieder gehen. Kann nämlich gut sein, dass es da einfach auch mal im Hintergrund zu Serverengpässen oder so kommt. Das ist ja, gab vor 2 Wochen einen kompletten Absturz der Plattform YouTube. Da ging gar nichts mehr für eine halbe Stunde. Also ich würde jetzt nicht sofort immer bösen Willen unterstellen wollen. Kann auch einfach mal an einer technischen Sache liegen. Und dann muss man auch bedenken, ich streame gerade über eine Drittanbietersoftware. Kann auch sein, dass da mal ein technisches Problem mit reinspielt, dass die mal kurz eine Verzögerung haben. Sollte so nicht passieren. Ich habe ja auch ordentlich Geld dafür bezahlt, jetzt Multistream betreiben zu können. Aber ist halt, ja, der Teufel liegt im Detail, das kann einfach sein. Wenn es weiterläuft, wenn es noch nicht gelöscht ist, wenn noch nicht jetzt der Kanal plötzlich verschwunden ist, ist es erstmal, würde ich sagen, von technischer Seite ausgehend. Ich hoffe, dass es auf Facebook auch noch läuft. Jetzt habe ich nämlich gerade einen Kommentar bekommen, dass es da wohl nicht funktionieren würde. Die Sache ist nur, wenn ich mit euch rede, will ich nicht andauernd jetzt gegenchecken und gucken, ob es denn auf den einzelnen Seiten noch funktioniert. Das ist nämlich ein bisschen doof, weil ihr kriegt es ja nicht, ich muss die ganze Zeit zur Seite gucken. Oh! Ich sehe tatsächlich, dass da möglicherweise auf Facebook der Stream jetzt down ist, ohne Kommentar, ohne alles. Ja. Nee, auf Facebook scheint es auch wieder zu laufen. Das ist gut. Also gehen wir einfach mit guten Gedanken ran und gehen davon aus, es läuft noch. Wir hatten uns gerade darüber unterhalten, dass die Faktenchecker dieser Republik, die einer genaueren Überprüfung in vielen Fällen auch nicht unbedingt standhalten, dass die Faktenchecker dieser Republik versucht haben, die Tests in Tansania als unseriös darzustellen. Also es zu suggerieren, dass da ja möglicherweise betrogen haben könnte, dass man nicht weiß, ob da was dran ist. Ja, das ist jetzt in Österreich zugegebenermaßen schwieriger. Der Generalsekretär der FPÖ hat gesagt, das ist 1:1 der Test, der bei diesen Massentests verwendet wird. Wenn dem so ist, und zumindest wirkt es jetzt so in der Übertragung, die es da gab, also ich wüsste jetzt nicht, warum er da einen, also wäre dumm von ihm, wenn er da jetzt einen falschen Test genommen hätte, lässt sich ja einfach verifizieren. Wenn dem so ist, bin ich wirklich gespannt, wie das dann wieder schön geredet werden soll, wie man da dann wieder suggerieren möchte, es wäre ja alles nur falsch. Ich lese gerade, testet mal Wasser, würde ich sehr gern versuchen. Aber kommen wir auch davon weg, denn wir haben noch ein paar andere Sachen, sofern ich sie denn lesen kann, die auch nicht außen vor bleiben sollten. Wir schauen noch in die Süddeutsche Zeitung, das hat es ganz schön in sich. Die haben nun mitgeteilt, dass den Kurzarbeitern, also den Menschen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, dass denen möglicherweise eine ordentliche Steuernachzahlung droht im nächsten Jahr dann. Klar, Steuererklärung ist ja erst 2021 wieder dran. Und das besonders perfide, was viele von euch auch betreffen könnte, also einfach mal checken, ob ihr das schon auf dem Schirm habt, ist, dass jeder, der im Jahr 2020 Kurzarbeitergeld bezogen hat,
höher als 4, also mehr als 410 Euro, der ist verpflichtet, 2021 eine Steuererklärung abzugeben. So, das heißt, die sind jetzt doppelt angeschissen. Erst kriegen sie weniger Geld, können teilweise ihre Kosten nicht mehr decken, Miete nicht mehr zahlen und so weiter und so fort und werden jetzt auch noch dazu gezwungen, wenn sie es nicht tun, drohen horrende Strafen wohlgemerkt, werden jetzt auch noch dazu gezwungen, eine Steuererklärung anzufertigen im Jahr 2021, um dann auch noch, naja, jeden Cent extra aufzuführen, den sie bekommen haben. Das Ganze nennt sich, ich lese es auch gerade im Chat, genau, Progressionsvorbehalt. Also, er hat jetzt nichts mit dem, dass sie gezwungen werden, die Steuererklärung zu machen, zu tun, der Progressionsvorbehalt, da geht es darum, Vorbehalt, da geht es darum, dass sie möglicherweise zahlen müssen. So, wodurch kommt das? Oder beziehungsweise, es ist offensichtlich ein bisschen komplizierter, denn es kommt darauf an, wie lange jemand Kurzarbeitergeld bekommen hat. Wenn man das Kurzarbeitergeld über einen gewissen längeren Zeitraum erhalten hat, dann muss man wohl nicht nachzahlen. Wenn man aber nur ein paar Wochen oder nur ein paar Monate Kurzarbeitergeld bekommen hat, dann muss man wohl fett Steuern nachzahlen. Weil das Kurzarbeitergeld an sich wohl theoretisch steuerfrei sein soll, laut Süddeutscher Zeitung, aber wegen diesem tollen Progressionsvorbehalt dann alles andere wohl deutlich, im schlimmsten Fall deutlich stärker besteuert werden könnte und dann im Zweifel Geld nachgezahlt werden muss. So, ist jetzt natürlich richtig geil, weil das normalerweise bisher immer so war, dass Angestellte, die nur für einen Arbeitgeber arbeiten, die müssen für gewöhnlich gar keine Steuererklärung abgeben. Ist ja nun auch so, da muss man entweder einen Steuerberater für bezahlen, kostet Geld, sich eine Software für kaufen, kostet auch wieder Geld, die das Ganze macht, oder man wuselt sich da mittels 20.000 Formularen irgendwie so durch. Wobei, ich glaube, manuell abgeben ist gar nicht mehr genehmigt, das muss ja mittlerweile digital sein. Das heißt, man muss unweigerlich Geld für ausgeben, um dieses Pamphlet erstmal anzufertigen. So. Die Kurzarbeiter, die Menschen, die nun dafür bestraft wurden, dass sie noch einen Job in diesem Land haben, müssen jetzt also eine Steuererklärung abgeben bis Juni nächsten Jahres, müssen dafür wiederum Geld raushauen und müssen dann für dieses Pamphlet, was sie eingereicht haben, auch noch eine Steuernachzahlung leisten, im schlimmsten Fall. Man hat mitgeteilt, naja, einige kriegen ja vielleicht auch ein bisschen Geld zurück, aber so genau weiß man es noch nicht, wie hoch da nun die Quote zwischen Nachzahlern und Geld zurückbekommen ist. Das kommt ja ganz darauf an, wie lange denn die Kurzarbeit vonstatten gegangen ist. Also das ist doch wirklich widerwärtig. Eine Politik, die es gut mit den Menschen meint, ein Land, das es gut mit seinen Bürgern meint, hätte gesagt, so, wir haben jetzt die Wirtschaft massiv in der Misere aktuell, wodurch auch immer das nun entstanden ist. Ja, die Politiker sind selber schuld dran, ich weiß, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir hätten eine Politik, der es darum geht, den Menschen in dem Land was Gutes zu tun. So, da würde man sich doch hinstellen und sagen, okay, Wirtschaft liegt am Boden, viele haben ganz massive finanzielle Probleme, viele leben de facto nur noch von ihrem Ersparten, sofern sie noch was haben, weil sie einfach keine Einnahmen mehr haben. Das bedeutet, wir müssen irgendwie schauen, dass die Menschen entlastet werden. Wir müssen irgendwie schauen, dass die Menschen nicht alle auf der Straße landen, dass die Menschen nicht verhungern, weil sie kein Essen mehr haben. Also setzen wir sämtliche Steuerzahlungen für dieses Jahr aus. Wir setzen aus, dass die Menschen ihr Einkommen versteuern müssen. Wir setzen aus, dass die Menschen Geld abdrücken müssen, was sie selber ganz dringend brauchen. Denn wozu führt das denn aktuell? Man treibt die Firmen in die Insolvenz und die Menschen, wenn es so weitergeht, in die Privatinsolvenz, weil sie nichts mehr haben. Man treibt die Menschen in die Fänge des Sozialamtes. Ja, es tut mir leid, das klingt jetzt hart, aber genau so schaut es aus. Wenn jemand seinen Job verloren hat oder wenn die Firma von jemandem pleite geht, dann hat er keine andere Möglichkeit mehr, als Hartz IV zu beantragen. Und das betrifft übrigens auch ganz, ganz viele, gerade aus dem Kunst- und Kulturbereich. Hat sogar das rbb-Inforadio erstaunlich ehrlich drüber berichtet. Vor ungefähr einer Woche habe ich gehört. Viele der Selbstständigen, die irgendwie in der Unterhaltungsbranche sind, was weiß ich, Zauberkünstler wurden angeführt oder Sänger, gibt es ja alles Mögliche. Die bekommen in vielen Fällen keine Hilfen, weil sie da kein Anrecht drauf haben, weil ja, jetzt haben sie es ja gerade geändert, angeblich kriegen sie jetzt was, ja im Januar dann irgendwann, wenn sie viel Glück haben. Aber die konnten mit den bisherigen Hilfen der Bundesregierung nichts anfangen, weil die nur zur Deckung der Betriebskosten vorgesehen waren. Das heißt, die dürfen davon nicht leben. Die dürfen dann von Mitarbeiter bezahlen und die Miete für die Büroräume und sowas. Ja, die Sache ist nur, nicht jeder hat Büroräume, nicht jeder hat Mitarbeiter. Und die ganzen Solo-Selbstständigen, also alle, die irgendwie so klein was, ja, nur für sich arbeiten, die wirklich alleine arbeiten, die selbstständig auf irgendwelchen Veranstaltungen zum Beispiel auftreten. All diejenigen, die sind völlig durchs Raster gefallen. Wenn sie Glück hatten, konnten sie von ihrem Ersparten leben. Wenn nicht, sind sie direkt ins Hartz IV gerutscht. Denn das war das Einzige, was sie machen konnten. Die ganzen, die bisher von Veranstaltungen gelebt haben, die irgendwo aufgetreten sind, die müssen, deren einzige Möglichkeit ist es jetzt, Hartz IV zu beantragen. Geil, oder? Also, so
So läuft es in Deutschland. Und wenn man da einmal reingerutscht ist, viel Spaß, da wieder rauszukommen. Denn dann versuchen sie euch komplett zu kontrollieren. Ich habe auch einen guten Freund, einer meiner besten Freunde, der bekommt Hartz IV, traurigerweise. Ist jetzt ganz blöde Geschichte. Der kann noch nicht mal umziehen, ohne nachzufragen. Der muss es beantragen, wenn er zu Weihnachten oder zu Silvester zu Besuch kommen will. Also es ist echt krank, wie sich dieser Staat einmischt in das Privatleben der Menschen. Also im Prinzip sind Menschen, die in dieses System reingerutscht sind, fast schon Leibeigener. Denn das muss man mal sacken lassen. Ihr dürft noch nicht mal den Ort wechseln, wo ihr seid. Ihr müsst es beantragen bei einem Sachbearbeiter, dass er, was weiß ich, 150 Kilometer nach Berlin fahren dürft. Also das ist doch wirklich Gaga. Und da treibt man die Menschen jetzt gerade offensichtlich rein in dieses System. Und das versucht man dann auch noch als sozial zu verkaufen. Ja, sie kriegen ja Geld vom Staat. Ja, ein großer Teil der Menschen, die da jetzt gerade reingeschoben werden, die haben diesen Staat erst am Laufen gehalten. Die haben dafür gesorgt, dass überhaupt Geld da ist. Also es ist widerwärtig. Aber gut, eigentlich geht es mir darum, dass man jetzt den Menschen, die mit der Kurzarbeit schon gestraft sind, jetzt auch noch damit ja richtig schön an den Kannen pissen will, dass sie jetzt auch noch Steuern nachzahlen müssen im nächsten Jahr. Und auch hier frage ich mich, wovon sollen die Menschen das machen? Wo soll denn das Geld herkommen? Wer jetzt auf Kurzarbeit ist, kriegt 60, maximal, ich glaube 68% waren es jetzt. Schmeißt es gerne mal in den Chat, wenn ihr betroffen seid. Ihr habt ja da doch noch irgendwie eine stärkere Nähe zu als ich. Wenn ihr von betroffen seid, schreibt gerne mal rein, wie viel Prozent eures Gehaltes ihr habt. Ich habe irgendwie 68% im Kopf. So, die Kosten laufen aber bei 100% weiter. Ihr müsst nicht plötzlich 68% Miete zahlen. Ihr habt nicht plötzlich nur noch 68% ja, der Kosten, wenn ihr einkaufen geht. Euer Einkauf bleibt bei 100%, ist klar. Also die Fixkosten bleiben gleich. So, ihr müsst aber die gleichen Fixkosten mit fast der Hälfte weniger Geld bezahlen. Wie soll denn das gehen? Natürlich läuft da irgendwann ja eine gewisse Summe auf, die aus anderen Mitteln gedeckt werden muss, beispielsweise aus irgendwelchen Ersparnissen oder so, wenn denn welche vorhanden sind. So, das sind in der Regel die Ersparnisse, das zurückgelegte Geld, mit dem man dann beispielsweise Steuernachzahlungen entrichten muss, in Anführungszeichen. Was dann auch die Kurzarbeiter im nächsten Sommer offensichtlich live erleben dürfen. Ich lese jetzt gerade, danke lieber Hofberichterstatter, ohne Kinder Kurzarbeit 60% und mit Kindern 68%. Jetzt lese ich gerade 87%, momentan mit Kind wurde gestaffelt erhöht. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Bereich drauf an. Das ist ja aktuell alles ein bisschen undurchsichtig. Also da gerne reinwerfen, was ihr persönlich erlebt, wenn das denn zwecks Datenschutz öffentlich ist. Ich habe es euch ja schon gesagt, ich streame über Streamlabs. Ich habe da auch ordentlich Geld für ausgegeben für die Vollversion. Das ist ja normal. Klar, ist ja eine recht mächtige Software. Die Sache ist nur, wenn ich im Einzelstream, also wenn ich nur auf einer Plattform streame, da kann ich die live ansteuern, das funktioniert. Wenn ich aber versuche, mehrere Plattformen anzusteuern, dann komme ich auf die live irgendwie nicht durch. Ich weiß nicht warum. Theoretisch soll es funktionieren, steht auch so in der Anleitung. Ich habe alles genauso gemacht, wie es in der Anleitung stand, aber es funktioniert einfach nicht. Deshalb müssen wir uns erstmal mit Facebook und YouTube jetzt nochmal begnügen. Kann auch sein, dass ich vielleicht jetzt demnächst ja dann irgendwie versuche, was weiß ich, 2 Streams am Tag zu machen oder so. Einmal nur YouTube, einmal nur DLive und Facebook oder sowas, wenn ich es nicht ordentlich verknüpft bekomme. Aber die Sache ist, ich habe es euch ja schon ein paar Mal erklärt, warum ich das Ganze auf YouTube mache. Weil das einfach der Marktführer ist. Das bedeutet, auf DLive gibt es kaum eine Möglichkeit, neue Leute zu erreichen. Weil da sind halt die Leute, die sind dann oft eh schon meiner Meinung. Das ist jetzt an sich natürlich nicht schlecht, ja, aber ich will ja keine, das soll ja nicht nur zur Unterhaltung dienen. Klar, wir machen hier auch ein bisschen, wir arbeiten das ja auch ein bisschen lustig, ein bisschen Comedy-mäßig auf. Man muss auch mal über ernste Sachen lachen können. Aber Sinn der Sache ist ja auch, dass neue Leute das mitbekommen. Dass neue Leute mitkriegen, was denn möglicherweise für Widersprüche aus der Politik kommen. Denn genau die Sachen, die arbeiten wir ja regelmäßig auf. Ist ja ganz oft so, dass wir ein Zitat vom Spahn nehmen, 2 Wochen vorher, und dann Zitat vom Spahn 2 Wochen danach. So, das will ich einfach so breit wie es geht streuen. Und jetzt mit dem Multistream geht es mir eigentlich darum, euch die Möglichkeit zu bieten, dass ihr euch aussuchen könnt, wo ihr es gucken wollt. Ihr könnt dort gucken, wo es euch gefällt. Wer jetzt lieber auf Facebook unterwegs ist, der kann auf Facebook schauen. Wer lieber auf YouTube unterwegs ist, der schaut auf YouTube. Wer lieber auf Twitch, wenn es dann in Gang gebracht ist, unterwegs ist, der guckt halt auf Twitch. Und wer Lust hat, auf DLive zu schauen, der kann halt auf DLive schauen. Also Sinn der Sache ist, dass ihr selber entscheidet.
denn hätte ich eigentlich viel eher schon machen müssen. Gut, ich war immer ein bisschen zu geizig, das Geld für die Software auszugeben, aber naja, hätte ich eigentlich eher schon machen müssen. Sinn der Sache ist es, dass jeder für sich selber entscheidet. Ich will niemanden an irgendeine Plattform binden, ich will niemanden irgendwo hinzwingen, ich will auch niemanden manipulieren, irgendwo hin zu wechseln, wenn die kein Netz haben und sowas. Also gibt es multiple Ursachen, wo man jetzt spekulieren könnte, woran es liegt. Und sollte irgendjemand rumtrollen, bitte einfach ignorieren. Oder ihr könnt die Trolle übrigens auch selber blockieren, weil ich immer die Meldungen kriege, da trollt wieder jemand. Wenn euch das auf den Keks geht, ihr habt neben jedem Nutzernamen so drei Punkte, könnt ihr raufklicken, könnt ihr die Person ausblenden. Wenn Admins anwesend sind, werden die in der Regel relativ schnell gesperrt. Aber ich selber kann es halt gerade nicht tun. So, ich würde euch aber die Antwort auf meine Beschwerde noch schnell vorlesen. Denn YouTube ist tatsächlich um 23.33 Uhr dann mal, hat sich offensichtlich erbarmt, mal eine Rückmeldung zu geben. Meine Beschwerde vom Samstag, die vom November ist bis heute noch nicht beantwortet. Sie haben nun geschrieben, vielen Dank, dass du deine Videobeschwerde bei YouTube eingereicht hast. Nach eingehender Prüfung der Inhalte sind wir zu dem Schluss gekommen, dass dein Video gegen unsere Community-Richtlinien verstößt und unsere ursprüngliche Entscheidung Gültigkeit behält. Wir danken dir für dein Verständnis. Habe ich kein Verständnis für, denn ich hätte gerne mal eine Begründung für diesen Schwachsinn. Ich muss übrigens auch Rätsel raten, um welches Video es hierbei geht. Kann ja nur das sein, wo meine Beschwerde ja, jetzt angeblich abgelehnt wurde. Ich habe ja mehrere Beschwerden eingereicht, also sie liefern nicht mal mit, um welches Video es geht. Und sie liefern auch nicht mit, was denn angeblich dagegen verstoßen sollte. Denn in Deutschland ist es so, dass man seine Meinung, soweit ich weiß, frei äußern darf, ohne dass diese politisch vorher vom Wahrheitsministerium durchgewunken werden muss. Traurigerweise auf YouTube anscheinend nicht mehr. Haben wir ja alle mitbekommen, auch wenn jetzt die Trolle sich wieder freuen. Übrigens lösche ich die Trolle, weil sie auf Zensur stehen. Das ist jetzt nicht, weil die mich irgendwie stören. Ich mache das einfach, weil sie sich hinstellen und Zensur geil finden und dann dürfen sie Zensur auch live erleben. Deswegen lösche ich sie dann. Falls jetzt Unklarheit besteht, seit wann ich irgendwelche Nutzer ausblende, das habe ich im November groß angekündigt. Wer Zensur geil findet, wer das gut findet, dass irgendwelche Meinungen unterdrückt werden, der darf genau seine eigene Medizin kosten. Der wird von mir rigoros ausgeblendet, ohne weiteren Kommentar, beziehungsweise rigoros am Kommentieren gehindert. Das mache ich so lange, bis die Trolle dann kapiert haben, dass es irgendwie ein bisschen dämlich ist, Zensur zu feiern, dann kann ich damit wieder aufhören. Ich weiß, dass das nun ein Standardschreiben war, lese ich auch gerade im Chat. Ja, das ist nun mal das, was jeder einfach so rausgeknallt bekommt, aber es gibt übrigens auch eine Rechtsprechung in Deutschland, die ganz klar besagt, es gibt Präzedenzfälle, dass YouTube nicht nach Gutdünken, wie sie gerade Lust haben, löschen darf. Zudem stellt sich mir die Frage, wie man denn angeblich medizinisch korrekt oder inkorrekte Inhalte überhaupt, wie man das überhaupt entscheiden möchte. Denn es wäre mir neu, dass bei YouTube in der Löschzentrale ausgebildete Ärztinnen und Ärzte sitzen. Weiterhin frage ich mich, seit wann Meinungsäußerungen medizinisch korrekt zu erfolgen haben, abgesehen davon, dass ich mich frage, wer das prüfen soll, denn in der Regel sind das ja doch eher so die, jetzt ganz platt gesagt, 1-Euro-Chopper bzw. Studenten und so, die sich daran setzen. Also sind jetzt zumindest von denen ich es weiß, ich kenne auch ein paar Leute, die haben da früher mal gearbeitet, das sind in der Regel eher so Studentenclubs, die das machen. Die haben nicht die Expertise zu entscheiden, was denn nun richtig ist und was falsch ist. Zudem darf eine Privatfirma das nie tun, wenn überhaupt, muss das ein Gericht machen. Und da gab es ja nun schon diverse Gerichtsentscheidungen diesbezüglich, die allesamt dazu geführt haben, dass die Videos wiederhergestellt werden mussten. Und ihr wisst ja, ich werde jetzt wohl auch dagegen klagen müssen, ist klar, ist jetzt halt ärgerlich, aber geht nicht anders. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch meine Videos wiederhergestellt werden müssen. Ja, das ist ein langwieriger Prozess, aber dafür gibt es eine Gerichtsbarkeit in Deutschland, auch wenn jetzt wieder Trolle meinen, die dürfen das. Nein, sie dürfen es nicht. Hat sogar der Bundesgerichtshof schon entsprechend entschieden. Also nein, sie können nicht löschen, wie sie gerade Lust drauf haben. Nicht als Bereitsteller eines Dienstes, nicht als Monopolist. Wenn sie eine, in Anführungszeichen, ein Publisher wären, also wenn sie jemand wären, der eigene Inhalte rausgibt, dann können sie natürlich entscheiden, wie sie ihre Inhalte gelagert haben wollen. Wenn sie sich aber da hinstellen und sagen, jeder darf gleichberechtigt diese Dienste nutzen, dann dürfen sie nicht einfach so löschen. Wenn sie jetzt eine Redaktion wären, dann obliegt es natürlich selbst, ihnen selbst, welche Autoren sie zulassen und welche nicht. Aber sie verkaufen sich als Plattform für alle, als Portal, wo man seine Themen selbst festlegen darf. Und da kann es nicht sein, dass da einfach was gelöscht wird. Und wie gesagt, da müssen wir gar nicht rumdiskutieren, da gibt es eindeutige Rechtsprechungen dahingehend. Es gibt hunderte, tausende Videos, die wiederhergestellt werden mussten. Das Ärgerliche ist nur, dass man es offensichtlich tatsächlich durchklagen muss, was wiederum sehr langwierig ist. Aber liebe Löschzentrale, wenn ich kein Problem damit habe, den Herrn Spahn zu verklagen, dann habe ich auch kein Problem damit, euch zu verklagen. Also das nur so als kleine Ankündigung.
Aber wir haben ja auch schon mitbekommen, dass unser Herr Spahn sich ja nun offensichtlich bei Google ein bisschen eingekauft hat. Ja, Sie bezeichnen das medial gesehen als Kooperation. Es ist eine Kooperation des Gesundheitsministeriums mit Google. Sie wollen ja verlässliche Informationen publizieren auf die ersten Suchergebnisse. Ja, unterm Strich heißt das, Spahn hat Geld rüberwachsen lassen, damit seine regierungsinternen Geschichten besser gerankt werden. Netzneutralität, gute Nacht. Diverse Journalistenverbände haben das sehr, sehr kritisch angemahnt, denn das untergräbt jeden Journalismus in Deutschland. Wir haben auch einen sehr, sehr guten, sehr fundierten Medizinjournalismus hierzulande. Es gibt Fachmagazine, Ärztemagazine, die wirklich ausgebildete Spezialisten haben, die seit Monaten zu Themen gut fundiert, gut ausgewertete Studien veröffentlichen, darüber berichten. Die alle werden jetzt schlechter behandelt als das Gesundheitsministerium. Wohlgemerkt das Gesundheitsministerium, das seine Inhalte mittels Fremdagenturen, mittels Drittanbietern relativ schnell zusammengeschustert in den Äther rausgibt. Ob da dann Fachpersonal am Werk ist, wenn die fürs Gesundheitsministerium ihre Artikel schreiben, da dürfen erhebliche Zweifel dran bestehen, würde ich meinen. Also man versucht zu suggerieren, dass das Ministerium besser qualifiziert ist als Fachpersonen von wirklich fachbezogenen Publikationsmedien aus diesem Bereich, als Wissenschaftspublikation. Und das kann so nicht sein. Denn traurigerweise ist es ja in unserer Politik so, dass offensichtlich überall Berater gebraucht werden. Das heißt, das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass sie die Expertise eben nicht haben. Wenn sie Berater bezahlen müssen, die ihnen sagen, was sie machen sollen, deutet das für mich darauf hin, dass sie es selber alleine nicht hinbekommen. Und dann frage ich mich, wie sie selber sicherstellen wollen, dass ihre Inhalte denn ach so toll und die seriösesten auf dieser Welt sind. Funktioniert nicht. Also hier ein ganz, ganz klarer Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland. Aber komischerweise gibt es da jetzt nur noch wenig Kritik dran. Kann man umgehen, wenn man einfach mittels VPN oder mit einer anderen Suchmaschine reingeht. Da kriegt man dieses Aufgekaufte vom Spahn nicht auf die erste Seite. Ja, man muss natürlich ein VPN nehmen, was da nicht über Deutschland läuft, das ist klar. Ich lese gerade, YouTube hat das Hausrecht, kann machen, was es will. Nein, eben nicht. Wie oft muss ich das noch runterpredigen? Es ist so, dass YouTube an die Rechtsprechung in Deutschland gebunden ist. Eben jene Entscheidungen gibt es. Lest sie doch bitte einfach nach. Ist doch alles öffentlich zugänglich. Nix Hausrecht in dem Fall. Das haben Gerichte unterschiedlichster Kammern bereits entschieden, unterschiedlichster Instanzen. Das haben Landgerichte entschieden, das haben Oberlandesgerichte entschieden, das hat der Bundesgerichtshof teilweise schon entschieden. Es gibt diese Rechtsprechung und die hat ganz eindeutig besagt, dass willkürliches Löschen nicht funktioniert. Könnt ihr auf die Twitter-Seite vom Herrn Steinhöfel gehen, der berichtet da regelmäßig über solche Prozesse, es funktioniert eben nicht übers Hausrecht. So, aber kommen wir davon jetzt weg, wir haben noch eine politische Meldung, denn MSN berichtet unter Beruf auf den Spiegel, ist original auf dem Spiegel erschienen. Ich weiß auch nicht so richtig, was MSN da eigentlich tut. Die scheinen das nur weiter zu verteilen. Da ging es nun darum, dass unser Spani es anscheinend herauszögern möchte, dass die CDU einen neuen Nachfolger findet oder einen neuen Nachfolger ernennt. Angeblich will der Spani ja nicht kandidieren. Ja gut, er hat vor 2-3 Monaten auch gesagt, mit dem Wissen von heute würden wir keine Einzelhändler und Friseure mehr schließen. Jetzt plötzlich hat er gesagt, ja, er kann sich vorstellen, das doch wieder zu schließen. Also auf ein Wort eines Herrn Spahns gebe ich persönlich gar nichts mehr. Da ist, was weiß ich, da ist dieses uralt Haargummi mehr wert als ein Wort von dem Spahn. Jetzt für mich persönlich, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber der möchte angeblich den Herrn Laschet unterstützen in seiner Kandidatur und er warnt aber davor, dass man den Kanzlerkandidaten und die Merkel zu lange parallel laufen lässt, weil das könnte ja dann irgendwie die Kompetenzen überschneiden bzw. untergraben. Der Spahn möchte nicht, dass Mitte Januar ein CDU-Vorsitzender gewählt wird, ein Kanzlerkandidat festgelegt wird, denn er möchte das frühestens im März, zumindest laut Spiegel. Er warnt vor einem langen Nebeneinander des Kanzlerkandidaten und der Frau Merkel. Aha. Also dafür, dass der Wahlkampf in aller Regel schon lange, lange vor der Wahl beginnt, ist ja logisch, klar, die Wahl ist am 26. September und der Kanzlerkandidat der antretenden großen Player, der sollte eigentlich lange vorher schon feststehen, damit die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich mit dessen Position, mit dessen Agieren auseinanderzusetzen. Das aber möchte man anscheinend jetzt gerade nicht mehr haben. Jetzt möchte der Spahn, warum auch immer,
die Ernennung des Kanzlerkandidaten so lange wie es geht herauszögern. Hat er denn Angst, dass der Merz aktuell mit Pauken und Trompeten gewinnen würde, die Umfrage? Ich habe mitbekommen, dass er wohl zumindest bei den meisten CDUlern, mit denen ich jetzt so privat Kontakt habe, was ich auch so mitbekomme im Umfeld, auch jetzt in verschiedenen Netzwerken, dass der Merz eigentlich von vielen CDUlern der Wunschkandidat ist. Der Merz selber hat ja auch gesagt, in den Umfragen, die ihm vorliegen, ist er auch überall, ja, vorne weg, vorne dran mit seinen Stimmen. Aber wir haben ja auch schon mitbekommen, dass es einige Kräfte, merkelnahe Kräfte zu geben scheint, die versuchen wollen, den Herrn Merz zu verhindern. Das sollte einem auch so denken geben in der Demokratie. Und jetzt kommt der Spahn plötzlich und warnt davor, ein zu langes Nebeneinander zu haben. Warum? Was ist denn daran schlimm? Ist doch eigentlich eine gute Ergänzung, oder? Fragen über Fragen. Aber gut, kommen wir langsam zum Ende fürs Erste. Jetzt kommt irgendwie mal wieder der Alfred E. Neumann-Troll rein. Den kennen wir schon, den könnt ihr ignorieren. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich habe noch eine Juna für euch. Mal schauen, ob ich noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges anderes vergessen habe. Ja doch, wir müssen noch kurz nach Bayern schauen. Denn auch vorhin eine Eilmeldung von der Bild-Zeitung, große Schlagzeile. Den Bayern scheint das Öl auszugehen. Ja, Greta findet's gut. Greta ist erfreut. Kleiner Scherz an dieser Stelle. Nee, worum geht's? In Österreich ist Winter. Ja, wen wundert's? Wir haben den 11. Dezember. Das ist normal, dass es in den Bergen halt auch mal schneit. Hier sind es auch gerade minus 1 Grad, also kuschelig warm an dieser Stelle. Ist halt normal, dass im Dezember auch mal Schnee fällt. Aber sie wurden wohl so überrascht von diesem Schneefall. Ja, wer kann damit rechnen, dass es im Winter schneit? Dass die Pumpe der Pipeline, einer der Hauptzulieferer nach Deutschland, dass die gerade nicht pumpt. Das bedeutet, dass die wohl in Bayern jetzt gerade kein neues Rohöl geliefert bekommen. Ich weiß nicht, ob es zwischenzeitlich wieder repariert wurde, aber vorhin hieß es zumindest, ist noch nicht absehbar, wann es denn wieder geht, weil sie nicht wissen, ab wann die Pumpe wieder läuft. Aber es wurde schon beschwichtigt, die Versorgung mit Benzin und was nicht alles aus Rohöl hergestellt wird, die ist wohl erstmal gesichert, denn die Raffinerien, die können ja noch arbeiten, die haben ja noch Reserven. Ja, wenn nicht, sitzt Södernistan wahrscheinlich bald auf dem Trocknen. Ich muss nachher sowieso tanken, dann kann ich erstmal wieder 1000 Kilometer fast fahren mit meinem Dieseltank, dann läuft das wieder, dann bin ich erstmal safe soweit. Aber theoretisch passt das doch eigentlich ganz wundervoll ins Bild. Ich dachte, die Europäische Union hat gerade beschlossen, dass sie die Emissionen um 55% mindestens reduzieren wollen. Ja, ist doch super, wenn es kein Öl mehr gibt. Dann sitzen die Leute demnächst wieder in einer kalten Höhle, dann können sie auch keinen. Doch, sie können ja trotzdem noch furzen, aber dann spart sich auch das CO2 ein. Also eigentlich doch ein Grund zur Freude, dass in Bayern demnächst wohl kein Öl mehr vorhanden sein könnte. Ja, wie gesagt, die haben noch Reserven. Ist ja auch so, dass es da Lager gibt in der Bundesrepublik. Die haben da schon auf Vorrat was hinterlegt. Das Problem ist nur, wer bekommt denn das dann? Ich würde eher meinen Frau Merkel und Co. Aber ja klar, böse Unterstellung meinerseits. Ich fand es einfach fast schon lustig vorhin, die Meldung. Wegen Schnee, wegen Wintereinbruch in Österreich kriegen sie in Bayern gerade kein Öl. Ich lese gerade, die Pipeline hat nichts mit Bayern zu tun, das war aber die Schlagzeile vorhin. Also so stand es im Artikel, dass es wohl Bayern betreffen würde. Aber das nur so als letzte Meldung. Nee, vorletzte Meldung, ich habe noch was anderes. Es gibt noch was vom Fokus, vom Drosti. Der warnt nämlich nun vor einer ganz, ganz neuen Gruppe an Infizierten. Vielleicht kommt ja doch endlich die Zombie-Apokalypse. Ich warte ja schon drauf, dass hier die Zombie-Horten am Fenster vorbeilaufen. Wobei, die laufen ja am Fenster vorbei, wenn man sich die Leute anschaut. Ja, ihr versteht, was ich meine. Drosti warnt nun im Fokus, mal wieder in seinem Podcast. Er ist ja nun der Mann des Jahres im Playboy. Ist ja auch eine schöne Auszeichnung. Ich frage mich, wie gesagt, wirklich, wer da gewählt hat. Aber er warnt nun im Fokus davor, dass, wenn... ist noch zwischen den Zeilen was Spannendes drin gewesen. Er meint nun, dass wenn jetzt die Ersten da geimpft sind gegen die Zombies, gesumpft sind, wir müssen ja ein Codewort verwenden, wenn die Ersten gegen die Zombies solche gesumpft sind, wenn also die Sumpfsuppe dann verteilt ist und ein anderer Teil ja, durch gehabt haben, der Zombie-Seuche ein Stück weit immun dagegen sein könnte, dann kommt ja eine ganz andere Gruppe an Patienten plötzlich in die Krankenhäuser. Nächsten Sommer dann, nämlich die Nicht-Risikogruppen, die nicht gesumpft sind, die sind dann, das ist dann eine, wie hat das gemeint, sowas hatten wir noch nie, das ist dann wirklich die angeblich schon wieder die nächste Welle. So, worum geht es mir eigentlich? Der spricht vom Sommer aktuell. Denn er meinte, wenn dann die Ersten gesumpft sind, irgendwann muss man ja wieder aufmachen. Man kann ja nicht die ganze Zeit alles geschlossen lassen. Aber wenn man dann wieder aufmacht, dann wird das dazu führen, dass im Sommer dann die krank sind angeblich, die ja dann die keine Risikogruppen sind. Moment, man kann nicht immer alles zulassen, man muss auch irgendwann wieder was aufmachen. Im Sommer?
Also, habe ich das richtig verstanden, lieber Trosti? Ich dachte, wir spielen jetzt mal ein kleines bisschen Wellenbrecher-Lockdown, um das angeblich exponentielle Wachstum zu stoppen. Jetzt plötzlich haut der raus. Fokus könnt ihr nachlesen. Wenn man dann wieder was aufmachen muss, weil man es ja sonst gesellschaftlich nicht mehr argumentiert bekommt, dann gibt es im Sommer eine neue Gruppe an angeblich Infizierten. Also, wollen Sie den Mist jetzt bis zum Sommer weitermachen? Ja, würde mich nicht wundern, wenn der Södi sagt, so lange wie möglich, wie nötig, nicht wie möglich, war ein freundlicher Versprecher an der Stelle. Naja, ist ja lukrativ für den einen oder anderen. So, aber das soll es jetzt wirklich erstmal gewesen sein. Es gibt noch Juna, die schläft allerdings gerade. Die begrüßt euch vom Kratzbaum herab. Alles gut, Schatz? Ich habe Juna vor dem Stream gefuttert, deswegen ist sie jetzt so passiv unterwegs. Die ist satt und zufrieden. Wenn sie noch nichts gegessen hat, kommt sie meistens immer schleimen und holt sich Aufmerksamkeit ab. Aber jetzt gab es vorhin, habe ich gerade gefuttert gesagt, gefüttert habe ich sie. Also, das war auch wieder ein Versprecher an der Stelle, kein Freudscher, das war wirklich ein Irrtum. Wenn sie vorher schon ihr Futter bekommen hat, dann ist sie meistens nicht mehr ganz so aktiv, weil sie dann halt einfach satt und zufrieden, ja, auf ihrem Kratzbaum oder irgendwo auf dem Sofa rumliegt. So, wir sehen uns dann nachher wieder. Wenn irgendjemand von euch Ahnung von Streamlabs und von D-Live hat und das Problem vielleicht kennt, was ich momentan habe, dass es auf Facebook und auf YouTube geht, ich auf D-Live aber kein Signal bekomme im Multistream, mir gerne mal mitteilen, wie ich das behoben bekomme. Denn im Einzelstream-Modus geht's ja. Der Scheiß ist leider, ich kann ja den Stream noch nicht mal dort nachträglich jetzt mit hochladen, damit die Leute es halt auch anschauen können. Ich muss es halt irgendwie, naja, behoben bekommen. Ich habe es gestern schon nicht hinbekommen. Gestern ging schon nicht. Vorhin mein Teststream, der lief durch. Jetzt aber im Multistream. Facebook kein Problem, YouTube kein Problem, aber D-Live wird nicht angesteuert. Also mir unbedingt mitteilen, wenn ihr wisst, woran es liegt, wie ich es behoben kriege. Ich habe da vorhin 1,5 Stunden dran rumgefummelt. Ihr seht es ja, es läuft ja nicht. Obwohl alles genauso funktioniert wie normalerweise. Also wie es halt in der Anleitung steht. Und kleine Hürde. Das Ganze läuft übers Handy, also über die Mobil-App. Es bringt mir nichts, das irgendwie über einen Rechner zu steuern, denn die Kamera, die ist für den Arsch, die kann ich nicht benutzen. So, ich weiß, dass viele das regelmäßig machen. Ich weiß, dass der DC das immer macht, aber der macht das über den Rechner, soweit ich weiß. Das bringt mir also an der Stelle nichts. Wie ich das über den Rechner mache, weiß ich selber, aber wie gesagt, ich muss es über die Handy-App machen. Und da kann ich das zwar alles einstellen, läuft ja auch im Einzel-Stream-Modus, aber es wird eben im Multistream nicht ordentlich übernommen. Da, ja, muss ich eine Lösung für finden. Gestern haben der DJ meinen Moderator und homestyled und ich da schon eine ganze Weile rumgerödelt und probiert, aber es ging halt irgendwie nicht. Naja, irgendwann wird sich's lösen, irgendwie kriegt man es hin. Ich habe jetzt gerade noch keine Kochstudio-Zahlen für euch, weil ich das ganz vergessen habe, weil ich jetzt mittels technischen Problemen da ein bisschen abgelenkt war. Können wir im nächsten Stream nachholen. Aber ja, die sind ja eh für den Arsch, wenn sie nicht mitliefern, wie viele CT-Zyklen sie durchlaufen lassen. Das hat ja nun selbst Herr Kubicki angemahnt. Also eigentlich kann man sich den Schwachsinn schenken, weil man weiß nicht, wie es zustande kommt, man weiß nicht, wie die Labore arbeiten und so weiter und so fort. So, jetzt aber schönen Freitag euch allen. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch von der ganzen Scheiße nicht ärgern und vor allem guckt ganz genau hin, was denn nun abgeht in der Politik. Jetzt kam gerade im Chat Kamera für den PC. Ich kann doch nicht mit dem Rechner draußen über eine Demo rennen. Also es tut mir leid, das muss mobil sein. Das muss dort funktionieren, wo ich gerade bin, weil ich von unterwegs viel mache. Ich will euch zeigen, was passiert und das geht nun mal nicht, wenn ich einen Rechner mir ins Auto packe. Ich glaube, das dürfte klar sein. Und wenn ich Geld für diese verschissene Software ausgebe, es tut mir leid, dann will ich diese verschissene Software auch verwenden und die war ja nicht unbedingt günstig. So, aber darum soll es jetzt tatsächlich nicht gehen. Wenn dann mal wieder ein bisschen besseres Wetter ist, wenn es nicht mehr arschkalt ist und ich mein Dreirad habe, dann gibt es auch endlich den neuen Zentralrat der Glaskugelbesitzer für euch. Der macht nämlich dann einen Observationsausflug und guckt, ob sich die braven Untertanen auch an die Zombie-Seuchen-Auflagen halten. Aber es geht halt erst, wenn ich das Dreirad habe. Das ist auch gerade in Planung. So, wir sehen uns dann nachher wieder. Gibt bestimmt auch noch die ein oder andere Eilmeldung. Kommt natürlich immer drauf an, was noch so passiert im Laufe des Tages. Jetzt wurde gerade noch angemerkt, am besten für unterwegs Twitch. Na, die Sache ist, ich will das nicht so klein zerstückelt haben. Ich will nicht, dass jeder suchen muss, wo irgendwas ist. Ich will, dass es zentrale Anlaufpunkte gibt, wo es immer gleichzeitig überall ist. Das heißt, ich habe keine Lust, dass dann jeder die ganze Zeit gucken muss, wo passiert denn gerade was. Nee, wenn was auf Twitch läuft, muss es gleichzeitig auch überall sonst laufen, damit ihr einfach informiert seid, ohne da jetzt Rätselraten zu betreiben. Also jetzt das eine da, das andere da und dann noch was da, das ist einfach scheiße. Das muss irgendwo gesammelt vorhanden sein. Ich glaube, das ist im Sinne von allen. So, aber jetzt genug gelabert, wir sehen uns nachher dann wieder. Bis dann. Sofern ich den Stream abgeschaltet bekomme, das ist hier auch immer nicht so einfach.